Der Manager und Tuner von Peter Schröder hatte eine Idee, ein Frauenteam zu organisieren, und somit kam er auf uns. Ja, stellte uns das Motorrad zur Verfügung letztes Jahr in Val de Vienne. Da konnten wir trainieren. Und jetzt? Jetzt fahren wir die Trophy und teilweise IDM-Läufe. Und so sind wir in Schleiz gelandet. Als Beifahrer war ich schon öfters hier, bei den Classics auch. Aber das kann man nicht vergleichen. Das ist schon etwas ganz anderes. Es ist eine Mutstrecke, aber es macht Spaß. Wir haben noch nicht sehr viele Fights erlebt bis jetzt. Bis jetzt belächeln sie uns noch, aber ja. Vielleicht. Wir müssen uns den Respekt erkämpfen. Buchübel und Zähne runter da offen lassen, das braucht Überwindung. Du lässt offen noch? Nein, noch nicht. Muss ich noch? Es fehlt dir noch ein paar Sekunden. Ah, das Wetter ist nicht so problematisch. Es gibt viele und gute Fahrer, deswegen wird es ein schwieriges Wochenende. Aber mein Gefühl sagt mir, es wird schon klappen. Es ist sehr schwer, es ist das erste Rennen von der Saison. Es ist gleich ein spezielles Rennen, eben Witterung, Straße, manchmal ein wenig gefährlich. Und es sind bestimmt 5 Anwärter, die gewinnen können. Und so viele hat es bis jetzt noch nicht gehabt in den letzten 2-3 Jahren. Jede Stelle ist sehr, sehr schwierig zu fahren. Es ist eine sehr anspruchsvolle Strecke und ich denke, der Mut wird hier entscheiden. Die Buchübel oben ist sehr differenziert, wird da gefahren, und unten in der Seng, da ist sehr, sehr schwierig. Yeah, we are in the FIM E-Power Championship. Ja, wir sind hier beim FIM E-Power Championship. Es ist die Meisterschaft der ausschließlich elektrisch betriebenen Motorräder. Diese Meisterschaft gibt es jetzt schon seit 2 Jahren. Die Maschinen sind luftgekühlt mit einem Lufteinlass an der Front und einem an der Seite. Der Motor hat 52 Kilowatt und mit einem 92 Volt Batteriepack mit 95 Amperestunden und 8,8 Kilowatt pro Stunde kommen wir gut voran. 95 Ampere Hours, total of 8,8 Kilowatt Hour. Bis zu 200 Kilometer reicht der Schaft.